Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Burgers and Tricks, also Sovereign Republic hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, hier sieht es erstmal ganz wuselig aus auf den Baustellen, auf diesen großen Baustellen der neuen Plattenbauten, damit hier auch ein paar Leute mal hinkommen, beziehungsweise denn auch hier ein bisschen mehr los ist, obwohl momentan, sagen wir mal, es ist schön gechillt hier eigentlich, wie es in unserer neuen Stadt hier aussieht. Und wir haben schon einige Leute haben umziehen lassen. Ich denke mal, ich werde jetzt auch noch ein paar Mal einfach so random da hinten aufs Haus klicken und dann da mal ein paar Leute ausziehen lassen. Zumal hier auch schon wieder jede Menge Leute drin wohnen, die über 21 sind und vielleicht mal in ein neues Haus wollen. Und ja, da werden wir dann mal hier ein paar abziehen. Das ist ja dann nicht weiter schlimm. Die kommen ja nach. So. So. Und da können wir die Hütten ja vollstecken. Und die können ja dann noch richtig, da kann ja noch richtig was draus werden aus den Leuten, wenn die denn hier drinnen wohnen. Zack, 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 zack. So, gut. Dann haben wir erstmal ein bisschen Bevölkerung hierher geholt. Und die wird ja dann hauptsächlich vielleicht eventuell hier zur Schule gehen, hier drinnen wohnen, arbeiten, leben. Aber ich möchte natürlich sehr gerne, dass sie hier hinten arbeiten, damit hier fleißig Kohleerz entsteht. Und wir dann hier jede Menge Tonnen an Kohle erstellen können. Denn momentan laufen wir wieder auf dem Zahnfleisch. Da ist wieder sehr viel abtransportiert worden. Und leider nicht vorhanden. So, hier haben wir noch eine Tankstelle. Die ist, glaube ich, auch im Bau. Ja, da sind ein paar Leute dran. Dann, das wäre auch ganz gut, dass die Leute hier vom Bauernhof ein wenig mehr Unterstützung haben. So, da sind 500 Tonnen drin. Wie viele Tonnen sind hier drin? 600 Tonnen. Momentan so viel am Ernten. Ja, sind halt eben sehr viel am Ernten gleichzeitig. Ne? Das ist schon. Da geht schon was rein hier, ne? In die Dinger. Na ja, gut. Wie sieht es hier in dem Lager aus? Naja, 40 Tonnen. Da läuft sich so. Verläuft sich ein bisschen. Der muss gerade Kohle einkaufen. Wo ist denn das Kraftwerk jetzt eigentlich von der Leistung her? 15 Megawatt verbrauchen wir schon. Also da brauchen wir auch demnächst ein neues Kraftwerk noch. Damit wir dann wieder ein bisschen mehr Strom haben. Naja gut, wir haben hier noch Platz für ein Kraftwerk. Oder wir können auch hier hinten noch eins hin machen. Mal gucken. So. Gut, aber das erstmal zu dem. Jo. Na, Autosave. Da war es wieder. Ruckeldi-ruck beim Autosave. Gut, wie weit sind denn hier? Warte mal, der ist. Oh, da sind auch schon 20 drin. Habe ich da schon welche reinbevölkert oder sind die da selber reingezogen? Naja, können auch selber reingezogen sein. So, wir könnten natürlich auch hier noch wieder. Guck mal, da sind jetzt da fehlen jede Menge Leute, ne? Da können wir jetzt richtig viele Schüler reinstecken. Quasi so richtig viele. Guck mal auf, da machen wir mal Folgendes: 1, 2, 3. Da holen wir uns mal zügig Schüler rein. 1, 2, 3. Ist egal, was da aus dem Dings rauszieht. 1, 2, 3. Voll. Nächster Haus. 1, 2, 3. Nächster Haus. Von hier ziehen sie ja dann auch mal aus, ne? 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. So. Gut, weil von hier, wenn die hier nämlich fertig sind und fertig sind mit Studieren, erstens geht dann hier wieder ein bisschen mehr los, ne? Sind wir ein paar mehr Studenten im Auditorium. Aber von hier, wenn die dann fertig mit Studieren sind, dann ziehen die auch überall hin, ne? Ist merkwürdig. Naja, gut. Okay. Aber ich muss im ersten da reinstecken. So. Aber das hat natürlich auch den Grund, warum hier ein relativ hoher Bildungsgrad immer in den Gebäuden drin ist, die wir gerade neu gebaut haben, ne? Gott, das wird noch schön hier, wenn hier hinten die Uni auch noch steht und da die Leute alle hingehen können und dann fertig studiert haben und dann eventuell. Oh, guck mal, hier sind auch richtig viele politische Kommissare alleine drin. Gott, oh Gott, oh Gott. So, wie sieht es hier aus eigentlich? Da könnte man vielleicht eventuell mal die Bushaltestelle an diese Stadt hier noch anbinden.
könnten wir hier noch ein bisschen mehr Personal hinkriegen. Aber eigentlich, ne, wie gesagt, die sollen ja nicht alle in die Kohle gehen, die hier wohnen, arbeiten und leben. Und der nächste Block ist fertig. Sehr schön. Wunderbar. Das gefällt mir. Da geht was. So. Ein neues Fahrzeug ist verfügbar. Ein Autokran, so wie es aussieht. Volksrepublik, Rubel erhältlich. Ja. Sehr schön. Nachricht löschen. Dann gucken wir doch mal, wie so ein Autokran da aussieht, was der denn so schönes kann. Kaufen für Rubel. Turmdrehkran? Nee. War ein Autokran. Kranwagen? Nee, das ist ein Krankenwagen. ein Autokran persönlich. Walze. Straßenkran. So, der kam neu dazu. Stufe 32. Oh, das sind Level 50 Kran. Da gibt es ganz auch. Ja, das stimmt. Nächste Ziel: 25, 26, 28. Also Stufe 32 schon sehr hoch. Aus der Tschechoslowakei der T100, der T148 Kran. Ich glaube, T148 haben wir öfter. Ne? Den haben wir nämlich auch hier. Glaube ich, den T148. Genau, abgedeckt. Ah ja. Der Nachfolger von denen, wo wir den Kipper haben von, ne? Wir haben hier den. Den nutzen wir jetzt hier und wir werden den T. Was war das? Der 46er, ne? War das vorher. Den haben wir ja fleißig im Einsatz hier. Die Fahrzeuge altern ja auch nicht, ne? Also hier der. Ach, 138, so hieß der, genau. Und da haben wir ja mehr als genügend von. Wir haben Einsatz, aber jetzt ist auch gerade wieder ein bisschen mehr Kohle hier, okay? Geht wieder ganz gut, okay. Dann so, hier die Lagerbestände nochmal checken. Oh, ich glaube, ich brauche da doch noch ein paar Fahrzeuge für. Muss da mal Fahrzeuge kopieren. Hier rennen hier eine Menge Leute rum gerade. Ah, sind gerade da angekommen. So. Interessant ist ja, dass die immer noch auch auf diese Felder mitlaufen, ne? Dass da auch immer noch Leute mit drauf arbeiten. Naja. So, wie sieht's hier aus? Gut. Okay. Lager ist voll. So lobe ich mir das. Die Idee war ja eigentlich, vielleicht eventuell, wir könnten. Wir könnten ja eine mal abwechselnd fahren lassen. Von hier nach da. Von da nach hier. Wieder nach da. Hm. Die Überlegung ist nicht schlecht, ne? Komm, wir holen uns mal so ein. Wir holen uns mal so ein so einen Wagen hier. Was ist denn da eigentlich Schönes hier? Persönliche Autos? Ach, ein Beetle kann ich kaufen, okay. Gut, okay. Und hier gibt es noch diesen ganz langen Bus, ne? Mit ja, 127 Passagieren bei 65 km/h. Der SG 192 aus Westdeutschland sagt mir gar nichts. SG 192. Der Mars sagt mir auch nichts. Sind aber alle aus Westdeutschland, ne? Die haben noch ein SL. Superliner. Keine Ahnung, was das ist. So. Wir wollen hier mal noch geschlossene LKWs. W50 für 7,2 Tonnen Pflanzen. Kaufen wir mal ein. Und der kriegt jetzt folgende Tour. So, du fährst erstmal hier hin. Und fährst danach hier hin. Um dann wieder hier hinzufahren. Um dann dahin zu fahren. Somit bringst du Korn zur Viehzucht. Das sollte eigentlich generell immer funktionieren. Und hoffentlich dann auch regulär dort ankommen, wo sie ankommen soll. Wo haben wir den jetzt gekauft? Jetzt gerade hier oben sogar gekauft, ne? Ja. So, jetzt muss ich nur noch sagen, dass du beim B-Laden warten sollst. Beim Entladen, beim B-Laden, beim B-Laden, beim Entladen. So, dass du immer alles loswirst. Und dann ist das eigentlich ganz cool. So, also es sollte eigentlich sich auch ausgehen, dass die denn hier vielleicht eventuell ein bisschen weniger einkaufen. Wenn die dann immer mal 12 Tonnen dazu kriegen, könnte schon ausreichen, dass denn hier ein bisschen weniger Viehzucht ist und dass dieses Lager ein bisschen schneller leer geht. Und dieses Lager werden wir hier weiterhin dahin entleeren. Da kaufen wir uns nochmal auch hier einen W50. So. Ach komm, da kommen wir gleich zwei davon. Was soll's denn? So. So, dann werden wir hier nochmal die Route drauf ansetzen. Oder warte mal. Ich kann auch, glaube ich, den nehmen hier. Ah, sieht gut aus. So. Zack, zack. So, und jetzt müssten die hier die Route haben. Abfahrt. Und du hast auch die Route. Abfahrt. So.
Gut. Dann wollen wir mit dem Geld ein bisschen weiter runter. Dann müssen wir wieder den Einkauf von Kohle und Eisenerz stoppen, glaube ich, so ein bisschen. Und vielleicht ein paar Sachen verkaufen. Plattenbauten oder vielleicht auch Stahl. Denn Stahl wollen wir jetzt hinbauen. Obwohl, wir haben 400 Tonnen Stahl, ne? Wir könnten jetzt wirklich mal ein Stahl könnten wir jetzt wirklich mal uns einverleiben. So, hier ist jetzt alles fertig. Ist die Tankstelle fertig? Gucken wir mal. Die Tankstelle ist noch im Werden. Was fehlt hier da? Alles ist da. Baukran ist da. Nur keine Leute. Na gut, hier Leute hinkriegen, das wird schwierig. Da müssen wir wirklich schon die Bushalte links kommen. Da sind 71 Arbeiter drin. Die wollen aber auch zum Kohlewerk. Oh, hier, das ist auch vollkommen... Ah ja, ist auch erntereif und wird auch geerntet. Sehr schön. So, hier wird ausgesät. So, wie sieht es denn jetzt aus? Wenn da drinnen keine Baustellen mehr sind, dann haben wir hier auf jeden Fall mehr Leute drin, ne? Ja. Sehr gut. Und dann sollte hier auch wieder ein bisschen Kohle im Überfluss sein. Ja, 74 Tonnen, das geht ja rum, die Katz. So. Fahrzeuge auf dem Weg hin zu diesem Gebäude. Achso. Auf dem Weg. Der KSM-11 immerhin mit einem Mitarbeiter. Wo ist er denn gerade unterwegs hier? Ist doch gleich da. Na gut, dann haben wir jetzt einen Mitarbeiter. Der wird von den 44 Arbeitstagen nicht allzu viel runternehmen. Schwierig. Naja, gut. Aber vielleicht langt es ja, dass ein bisschen was runtergeht. Ja. So, was haben wir jetzt noch für Kosten? 1400 Dollar bzw. 1116 Rubel. Das ist halt bloß die Arbeitskraft, die bezahlt werden muss. Aber das sollte ja jetzt hier ein bisschen runtergehen. Von den 44 Arbeitstagen sollten ja am Ende nur noch 43 da sein, wenn der Arbeiter wieder geht. So, dann gucken wir uns den Arbeiter auch mal an. Der ist auch noch 67. Meine Herren, aber der soll 89 werden. Das ist schon mal nicht schlecht. Wohnt da im Plattenbau, arbeitet auf der Tankstelle und die Arbeitszeit ist eigentlich noch relativ lang. Also da muss man sagen, da gehen noch ein paar Tage runter. Dadurch, dass er den Turmdrehkran sehr gut ausbilden kann, hat auch ein Universitätsniveau, also eine Universitätsbildung von 2,39 sehr hoch. Elektronikbedarf ist auch alles gedeckt. Er hat einen Computer, er hat einen Fernseher und er hat ein Radio. Und ansonsten ist er recht happy, hat genügend zu essen, ist gesund, ja, zur Republik steht er nicht unbedingt, hat kein Alkoholproblem, Kultur hat er genossen, Sport hat er auch getrieben, Kirche interessiert ihn nicht und seine Klamotten sind auch einigermaßen zufriedenstellend. Somit hat hier Tatrinseva Leonora, ach, das ist auch noch eine Frau, sagt man das irgendwo, was das für ein Geschlecht ist? Eigentlich nur im Namen, ne? Aber Leonora... Linora, nicht Leo, das fehlt, das ist genau. Romanova hätte ich ja verstanden, weil das ist dann immer, dann hieß der Vater Roman und, also Romanov oder so, also das, denn bei den Russen ist das, glaube ich, so, dass von dem Vater der Name mit reinkommt in den eigenen Namen als Zweitname und bei den Frauen ist, glaube ich, so eine Romanova, also so eine Endung hinten dran und bei den Typen ist das, glaube ich, immer Witsch, also Gregorio Witsch, ne? Dann ist es der Sohn von Gregorium oder so, aber Witsch heißt eigentlich nicht Sohn, glaube ich. Aber Sohn heißt was ganz anderes im Russischen. Aber die Namen sind da so ganz merkwürdig gebildet. Auf jeden Fall, das weiß ich. Das ist immer ganz, ganz lustig, also das, wenn man das immer so sieht, unterschiedliche Namen, ne, wie Gustavsson und so weiter. Das ist ja alles immer der Sohn von Gustav und das haben die Russen halt auch so auf ihre Art und Weise. Ist schon ganz geckig. Also im Deutschen gibt es sowas überhaupt nicht, ne? Da macht man immer den Nachnamen von irgendeinem entweder gerade gestorbenen Familienmitglied, den Nachnamen nicht, aber den Vornamen von irgendeinem gerade verstorbenen Familienmitglied, das kenne ich sehr häufig, dass der damit verwurstet wird. Das ist dann halt eben der zweite Name, ist dann halt der ursprüngliche Name von dem, der, keine Ahnung, Monate vorher ins Gras gebissen hat. Das kenne ich sehr häufig und ansonsten kenne ich auch noch von den Großeltern einfach einen Namen mitkriegen. Also, mein, ja, dann kriegst du halt so einen Paul, Wilhelm oder im schlimmsten Fall einen Adolf mit. Momentan, also, ja. Schwierig, hätte ich gesagt. Schwierig, sehr schwierig. Also, muss ich so nicht haben. Aber na gut, egal. Mein Name ist ja auch schon vor Jahren gefallen und ich habe keinen Doppelnamen. Bei mir ist also keiner in der Nähe gerade
gestorben, was natürlich ein Vorteil ist. Bei mir ist auch nicht unbedingt das gewesen, dass ich von meinem Opa irgendeinen Namen mit hätte, sonst hätte ich... Was hätte ich denn gekriegt? Und einen kenne ich gar nicht und den anderen, na, das ist doch nicht weiter schlimm. Oh. Ohne Helm und ohne Kurt. Nee, komm, das wäre auch doof gewesen. Das muss man ehrlich sagen. Wäre auch doof gewesen. So, okay. Nee, muss man nicht haben. Aber was willst du machen? So ist manchmal halt das Leben. Da steckst du manchmal einfach nicht drin. So, und die werden jetzt hier richtig schön ausgebildet und kriegen richtig schön einen Bildungsschub hier in unserer Universität. Und werden richtig gut... Ach, schön. Bildungsgrad ist alles. Und hier mal auch jede Menge Leute, die einen Bildungsgrad erreichen wollen. Am Alter von 15 hier schon. Lebensdauer bis 83. Mann, nur der bringt richtig was. So, gut. Ist denn die Tankstelle jetzt langsam mal fertig hier? Immer noch nicht. Auf der Baustelle ist auch die Dame schon weg. Hier kommen nochmal 50 Arbeiter zur Tankstelle. Gut. Die sollten die 25 Arbeitsstunden jetzt aber rubbelikatz abarbeiten hier, dass diese Tankstelle endlich fertig ist. So. Und dann geht ganz kurz der Import an Benzin hoch, wenn die jetzt drauf sind. Die Tankstelle, voll die Baustelle. Da geht's jetzt rund. Zack. Jetzt geht ein bisschen Geld runter. Das ist, weil die sich jetzt hier voll tankt. Ne? Sieht man. Solange wieder ein bisschen Kraftstoff reinläuft. Da geht dann hier auch das Geld richtig runter. Obwohl, geht immer noch runter. Naja, vielleicht tankt woanders noch gerade einer. So, aber wir haben jetzt hier eine Tankstelle fertig. Und mit dem Fertigwerden dieser Tankstelle, würde ich sagen, werden wir jetzt unsere ganzen Kräfte darauf vereinen, dass wir die Universitätsklinik fertig bauen. Um dann dem im Umkreis der Universitätsklinik dann... So, im Umkreis der Universitätsklinik dann auch die Gegend sich aufschwingt und eine sehr, sehr, sehr interessante, wohnhafte Region wird für all unsere Mitarbeiter und Einwohner. Und natürlich, dass hier der Gesundheitsgrad meiner Bevölkerung weiter steigt. Umso älter sie werden, desto länger können sie für mich arbeiten. So, nee. Irgendwann sollen sie auch in Rente gehen dürfen. Ich weiß gar nicht, ob das ein Rentensystem hier gibt. Also ob jetzt hier Mitbewohner, die schon ziemlich alt sind, ob die noch arbeiten müssen. Oh, hier haben wir sogar ein paar 70-Jährige in dem Haus mit übersiedelt. So, hier, guck mal. 72, geht nach Hause, Freizeit. Muss er noch arbeiten, muss er nicht arbeiten. Lebenserwartung ist auf jeden Fall 86. Hat gerade Freizeit, 16 Stunden. Also muss er grau, ich gerade arbeiten. Vergangene Tage, unfriedene Forderungen, Kirche besuchen und Sport. Naja gut, Sport. Das könnte sie eigentlich haben. Denn hier gibt es ein... Sportplatz, hier gibt es einen Tennisplatz, mitten im Wohngebiet. Also ich würde mal sagen, wir haben hier an alles fast gedacht für unsere lieben Mitbürger und Mitbürgerinnen. Außer einen Durchgang hier komplett quer, aber ich glaube, sie nutzen immer noch dieses Gebäude als Durchgang. Naja, gut. Aber ein schönes Stadtzentrum haben wir auf jeden Fall. Also hier, Krankenhaus ist auch mit unbehandelten Patienten, aber mit über 40 Ärzten sehr gut besetzt, muss man ehrlich sagen. Und unsere Stadt... Verwaltung hier, die schafft natürlich auch einiges. Da können wir ja mal gucken, wie sieht es denn aus, bevölkerungsmäßig. Gibt es da Graphen dazu, wann wie viel dazugekommen sind oder so? Ne, sieht man nicht, ne? Kann ich auch nicht anklicken hier. So, wir haben aber 72, 21-Jährige, die noch bei ihren Eltern wohnen. Hier schon? Wie kommt denn das zustande? Also hier können sie ja nur wirklich überall hinziehen. Oder ist das noch... Ah, das könnte natürlich von hier aus noch mitzählen, ne? Na, wir müssen hier mal irgendeinen Block leer machen hier. Da bleibt uns nicht viel was anderes über. Uiuiui, hier ist aber auch nicht Stau vom... vor der Bushaltestelle. Naja, gut. Naja, da ist auch viel los, ne? Also hier ist es auch schon sehr, sehr, sehr häufig belaufen, aber... noch nicht ganz so oft oder noch ganz so dicht wie an anderen Stellen. So, hier werden wieder gerade neue Mitarbeiter angeliefert. Hier haben wir 100 Tonnen Kohle im Lager. Sehr schön. Hier stehen jetzt wahrscheinlich ein paar LKWs an. Mit Kohle drin. Ja. Gut. Sehr gut. Aber hier wird ordentlich fleißig produziert. So, jetzt. Aber es wird natürlich jetzt auch gleich direkt abgenommen. Ne? Also jetzt wird hier oben werden 212 Tonnen Beton gebraucht. 163 Tonnen Kies und 130 Tonnen Asphalt. Also da werden jetzt hier die Leute hier richtig, richtig, richtig... wieder losfahren können und hier wird auch gut was abgenommen. Oh ja, das Lager ist gut leer sogar. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es so leer ist. Aber gut, ja.
Na gut, wir haben die ganze Zeit Plattenbauten, haben wir verkauft und wir haben natürlich auch gebaut, wie blöde hier hinten. Und die Plattenbauten oder die Platten natürlich verbraucht, ne? Am Plattenbau. Balalaika. So, gut, okay. Dann würde ich sagen, war das doch eine recht erfolgreiche Phase hier. Unsere Tankstelle eben landwirtschaftlichen Gebiet ist endlich fertiggestellt. Hier die Häuser sind auch fertiggestellt. Wir haben noch ein paar Fahrzeuge eingesetzt, damit die Viehzucht auch direkt beliefert wird mit Korn. Und wir haben den Bau der Universitätsklinik angefangen. Ich denke, das könnte durchaus als Vorteil oder als sehr gut angesehen werden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Jetzt geht langsam die Sonne drunter. Und wir machen noch ein Abschlussbild. Tschüss.